willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland Version 1.3 Beta. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Hackschnitzel. Ich probiere es zumindest. Fahre ich die Paletten halt selber, wenn der Jürgen gestern hat das so rumgepfienst, ey. Okay, runter, rüber. Nichts los. Könnten wir erst Paletten nächste Woche liefern, ey. Bis dahin brauche ich die auch nicht mehr. Doch, brauche ich natürlich trotzdem, aber nächste Woche, ey. Das sind ja viel zu lange. Volker Wauna, hallo? Hallo? Ja. Ja. Was ist denn jetzt? Wie, was ist jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Also hoch zur Kartonproduktion. Wie viele Paletten? Nee, hast gesagt, du hast keine Zeit, ey. Doch, hab ich. Ja, jetzt plötzlich. Verarschen lasse ich mich nicht. Ja, sag, wie viel? Was ist denn 24 geteilt durch 4? Eine Zahl. Halt. Ich glaub. 12. 12. 12. Das ist aber nicht 24 geteilt durch 4. Nee, aber ich habe ja auch noch die Papierproduktion. Genau. Ja. Also, 12 Paletten bräuchte ich unten. Oben. Oben. Muss es unten abholen. Mhm. Was ich machen? Was kriegst du dafür? Oder was willst du dafür? Hab ich noch vergessen. Hast du vergessen? Das finde ich, das gefällt mir. Och nee, jetzt hat der Harvester, der ist auch kaputt, ey, der Greifarm, ey. Mhm. Einen Baum geklatscht oder was? Nee, der hat ihn losgelassen. Ein Traurig-Problem. Ja. Jo, hast du okay. Zeit? Für was? Zum Ernten? Ich habe nicht mal Zeit zum Ansehen. Okay. Oder? Habe ich schon angesät? Ich weiß auch nicht, was meine Mitarbeiter alle machen. Keiner ist hier. Ich habe sogar angesät, ist ja interessant. Seit wann habe ich angesät? Also hast du doch Zeit. Ja. Ich weiß was. Nee, ich habe keine Zeit. Mist. Aber ich müsste ein Feld düngen, die 81. Ist die zweite Ernte jetzt dann. Okay, dann komm ich gleich schon. Weiß, was da los ist. Hä, was? Dann komm ich gleich schon, die Paletten. Jo, danke. Jo. Aber du solltest zeitig ernten, gell? Weil sonst ist weg. Ja. Gut. Tschüssi. Ciao. Oh. Ja, den Baum auf dem Boden, den müsste ich dann nachher mal per Hand da irgendwie reinschneiden. Klein machen, reinschneiden.
geht's. Es geht halt so viel schneller mit dem Equipment. Es ist tatsächlich super, ey. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich meine Stellenausschreibung mache. Volker Barona, hallo. Stefan Müller hier. Hallöchen. Ich entschuldige mich gerade nochmal für die Verspätung. Ich war eigentlich schon auf dem Weg, aber wir haben gerade Probleme mit dem Cordes, seinem LKW. Der Rückwärtsgang geht nicht raus und sobald der irgendwie von einem Schild los ist, fährt der wie wilder rückwärts. Ohne dass sogar eine Hütte sitzt und wir machen rein gar nichts an dem LKW. Ja. Der Gang geht nach vorne nicht rein, kein gar nichts und der fährt einfach rückwärts weg. Was habe ich damit zu tun? Wo ist denn mein Jürgen? Jürgen kommt auch schon, deswegen kümmert sich ein paar Nikolas drum. Und ich würde ja bloß sagen, dass es noch ein bisschen später werden könnte. Und war hier gerade oben mit dem Thema. Warum? Hatten wir bei einen Termin? Bei dem LKW. Ich komme gerade nicht anders runter. Ich habe kein Auto. Hatten wir einen Termin? Ja, wegen Felder. Ah ja, okay. Ansehen? Ja, Ansehen hat sie erledigt, aber gedüngt werden müsste. Das passt dann auch. Ja. Okay, also ich habe auf jeden Fall Arbeit für sie. Ja, der Preis ist trotzdem noch 12.500, oder? Nee, fürs Düngen natürlich dann leider nicht. Wie viel dann? Düngen kostet halt nicht so viel. Ja, so 2.000, 3.000 könnte ich Ihnen trotzdem geben. Okay. 2.500. Okay, ich will zu ruhig. Gut, bis später. Ciao. Tschüss. Was hat der jetzt für einen Lachkrampf gehabt, ey? Clown gefrühstückt oder wie? Hä? Och, lo. So, ich werde wahrscheinlich diesen Anhänger voll. Ne, erstmal wieder bei der Karton. Bei der Holzkohleproduktion einwerfen.
Und dann können wir ja weiter gucken. Ich glaube, der Anhänger ist aber gleich voll nach dem Baum. Sieht zumindest so aus. Ach nee, schon wieder. Baum oder was? Ach nee. Mist, ey. Darf ich den von Hand da rein quälen, ey? Hey, was ist mit dem los? Alter, Hydraulikfehler am laufenden Band. So, jetzt aber, oder? Jetzt steht er gut. Wir sind jetzt 55.000. Das ist schon mal schick schön. Dann hoffe ich mal, dass die Ernte relativ bald reif ist. Na Quatsch. Wird noch bis nächste Woche dauern wahrscheinlich.
aber es geht voran. Anhänger geschoben. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist auch noch der ein oder andere verlinkt. Und bis morgen. Tschüss.